Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Age of Myology, und zwar Part 50. Und ich habe mir jetzt für diesen Part was ganz Besonderes einfallen lassen, und zwar, ihr seht schon, die scheiß Ränder sind weg. Es liegt jetzt nicht an Part 50, davor habe ich das einfach nur nicht gefunden. Ich habe so einen blöden Bildschirm, der einfach mal die Auflösung 1610 hat, und dann gibt es einfach keine Grafikeinstellungen, die das zulassen, eben, dass es dann eben im Verhältnis 1609 ist. Jetzt habe ich das aber über einen kleinen Trick gemacht. Wenn es da Interesse gibt, wenn ihr das Spiel auch habt, oder insgesamt bei allen Spielen, wenn ihr so ein Bildschirm habt, wie ihr eben auf 16:9 kommen könnt, schreibt gerade in die Kommentare, dann antworte ich da euch auch. Und ihr seht ja, es klappt auch. Ich hoffe jetzt, es sieht auch gescheit aus, aber müsste eigentlich. So, bevor ich jetzt zu viel laber, würde ich sagen, starten wir einfach mal die Mission 25. Seht, sie haben aufgehört zu kämpfen. Das Banner wirkt. Ich traue meinen Augen nicht. Volstags Männer trauen sich hierher? Volstag hat mein Vieh gefressen und meine Hütte im Fluss versenkt. Tötet sie! Tötet sie alle! Was zum... Verteidigungsformation bilden! Die Speerkämpfer nach vorne! Bogenschützen, Feuer frei! Das hat ja echt gut geklappt, das Banner. Aber egal, das muss jetzt eigentlich hinhauen, wenn... Ja, wir haben jetzt... Sonst wäre es ja irgendwie mega unlogisch, wenn wir jetzt schon gleich retten würden. Das wäre nicht so sehr sinnvoll. Warum haben uns die Nordmänner angegriffen? Anscheinend hat ihnen meine Fahne nicht gefallen. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Diese Männer scheinen von Skulls Flagge angezogen zu werden. Wenn wir ihre Anführer damit herauslocken und besiegen können, hören sie vielleicht auf zu kämpfen. Wir könnten die Nordmänner aus ihren Lagern locken und sie im offenen Gelände überfallen. Guter Plan. Ja, hier bin. Sehr guter Plan. Toll, dass ich einen Mann zu viel habe, wisst ihr was? Der ist doch schon halb tot. Entschuldigung, guter Mann, aber ich muss jetzt doch hier alle markieren können. So. Also, ich würde sagen, wir fangen an mit den Grünen. Hier hin. Auf geht's. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt schon etwas länger nicht mehr gespielt hier. Aber ich denke mal, ich komme sofort wieder rein. Ich meine, von der Story her bin ich gerade nicht mehr ganz auf dem Laufenden, aber... Was soll's. So, wir greifen jetzt einfach mal hier an. So, Bogenschützen. Der Rest. Sieht gerade irgendwie ein bisschen schlecht aus, oder? Kommt mir das nur so vor. Hallo? Die verrecken hier gerade alle. Aber ein bisschen derbe. Die ersten Helden verrecken schon. Auch kein richtig gutes Zeichen. Aber egal, das ist alles kein Problem, denn das Tor ist jetzt gleich kaputt. Und wir haben keine Männer mehr. Aber egal, was soll's, Leute? Ich hoffe jetzt mal, wir kriegen hier gleich wieder welche oder so. So, erstes Ding kaputt. Jetzt noch... Ach du Scheiße, wie viel sind denn das? Oder kriege ich die jetzt gleich alle? Wo ist denn hier der Anführer? Ihr habt Angrim besiegt. Ihr seid ein wahrlich großer Krieger und wir werden euch folgen. So sieht's aus. Okay, also das ist dann doch relativ okay. Wir kriegen die dann einfach alle. Dann ist es okay. Dann ist alles verziehen. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal schon mal hier hin. Sammeln uns da ein bisschen. Jetzt haben wir aber auch richtig schön viele Leute. Was macht der Grüne hier noch? Der hat keinen Bock mitzukommen. Okay. Voll der Verräter hier. So. Ihr seid jetzt einfach meine zwei und ihr geht auch dahin. Und ihr seid meine... Halt, du auch. Ihr seid meine eins neu. Damit ich mal ein bisschen wieder hier Ordnung reinkrieg. Haben wir nicht noch mehr von denen? Nein. Okay, ihr geht jetzt auch schön hier hin. Okay, passt doch alles.
Ach, der hat auch keinen Bock mehr. Halt, nee. Tilbuin, Skipan. So, jetzt kommen auch die richtig schnellen natürlich noch. Mein Gott, die sind so saulahm, diese komischen, die Viecher hier. Was sind das eigentlich? Balliste. Ballisten, Ballisten, Ballisten? Ja, eigentlich schon, oder? Egal. So, vier Ballisten, die können gleich schon mal hier drauf gehen. Und wir müssen gleich den Anführer töten. Das ist die Hauptsache. Boah, die haben echt... Die Ballisten sind saulahm, aber gegen Gebäude oder so, und die haben einfach eine Reichweite wie nichts anderes. Das ist so unglaublich. Okay, die Dinger, ich liebe die eigentlich. Ja, ihr seid jetzt einfach meine 4. Und das ist meine 3. Ah, viel besser. Ich hätte nicht so viele von denen töten sollen, dann hätte ich jetzt mehr, aber egal. Wie? Ach ja, die treffen nicht immer und dann machen sie auch noch das hier kaputt oder was. So sieht mir das aus. Egal. Hauptsache, sie schaffen irgendwas. Kommt schon. Kommt schon. Mein Gott. Okay. Ich würde sagen, wir schicken dann einfach mal die 1 hier rein und die 2 auch hier rein. Hier irgendwo chillt er ja rum. Wo ist der Anführer? So. Alles egal, Hauptsache wir haben den Anführer. Der geht schon ab, aber egal, der hat trotzdem keine Chance. Oh yeah, okay. Ey, das geht ja echt mega einfach hier irgendwie gerade. So, wir schicken schon mal die hier. Ne, die Vierer hier vor. Weil die eh wieder ewig brauchen. So, okay. Jetzt gucken wir mal, wer noch alles übrig bleibt. Ziemlich viele. Ihr seid jetzt einfach noch meine 5. Könnt ihr auch gleich hier hinlatschen. So, dann seid ihr alle. Ja, wartet mal, da sind doch noch... Warum hatten die 3 nicht gehört? Mein Gott. Also ich habe jetzt so eine Armee eigentlich schon. Ich kann jetzt gar nichts mehr stören. Ihr seid meine 6. Hilfe, Hilfe. Ich habe gleich die Zeile da oben voll. Egal. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's aber echt ab hier. Und ihr seid meine 7. Mein Finger reicht schon fast nicht mehr dahin. Shit. Okay. Perfekt. Also das dürfte jetzt echt eigentlich ohne Probleme zu besiegen sein. Und weil mir die echt zu lahm sind, schicke ich jetzt einfach mal alle drauf. Wow. Jetzt gehen sie aber alle ab hier. Voll die Massenbewegung. So, haben sie es kaputt? Wann ist denn das Ding jetzt kaputt? Es hat immer noch Leben, verdammt. So, und? Die 4 nicht, die 5, die 6, die 7, alle hier rein. Halt alle auf den. Gott, ey, Hilfe. Wir hatten hier noch die Orientierung, wer jetzt wer ist. Das ist mal eine Schlacht, Leute. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Da. Ist er das? Ja, sieht doch so aus, oder? Wo soll er jetzt wieder hin? Da. Okay, jetzt kommt schon alle drauf, Leute. Niewald ist im Kampf gefallen. Unsere Äxte gehören euch. Und jetzt? Chillig! Das war mal die chilligste Mission überhaupt, habe ich das Gefühl. Ah ja, gleich weiter. Skuld, was? Warum haben Sie... ist klar. Verrat. Mm-hmm.
Ihr tragt das Banner von Volstagg, einem Riesen, der die Menschen in dieser Gegend überfällt. Darum haben sie euch angegriffen. Einer der Tricks, mit denen Loki die Nordmänner dazu bringt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Wer seid ihr? Das ist Regin Leif, eine Dienerin Odins. Sie versucht, Ragnarök aufzuhalten. Sie hat uns ausgesandt, Gargarensis zu folgen. Das stimmt, und er ist in der Nähe. Im nächsten Tal gibt es noch ein paar Clans. Wenn sie noch am Leben sind, können wir sie vielleicht davon überzeugen, sich uns anzuschließen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Dann sollten wir aufbrechen. Das Banner könnt ihr hier lassen. Boah, das war aber auch eine miese Aktion hier. Miese Prise. Okay. Ja, ich würde jetzt gerne meine Maus bewegen oder so. Zack. Helft uns, die Trolle greifen an. Neu, Agraus, Agraus. Okay, jetzt haben wir noch eine neue Heldin. Und zwar die Regin Leif. Ich kann es nicht aussprechen, aber egal. Wo sind noch Trolle? Da sind überall Trolle, mein Gott. Die Trolle haben die Höhlen erobert, aus denen wir das meiste Gold fördern. Bitte helft uns. Hab Dank, Fremde. Folgt uns. Unser Häuptling Schwarzhammer wird euch empfangen. Unser Häuptling Schwarzhammer. Aha, okay. Danke, dass ihr meine Männer geschützt habt. Ihr könnt diese Gebäude benutzen, um den Angriff vorzubereiten. Okay. Ideal. Perfekt. Okay, ich schicke einfach mal schon meine Armee, sage ich jetzt mal. Skipan, mehr Trolle. Hä, wo sind noch Trolle hier? Skipan. Boah. Achtung, vor uns sind Trolle. Boah, dann macht sie kaputt. Mensch. So, erstmal ein paar Bauern hier machen. Ihr müsst auch nicht so rumstehen hier. Ihr könnt auch irgendwas schaffen. Alter, wie viele Trolle kommen da raus? Ist ja krass. Okay. Und du? Ich nehme noch hier hin. So. Okay. Alter, das ist voll fett hier. Was geht denn hier ab? Okay, Moment. Dich nehmen wir mal hier hin und bauen hier gleich noch ein... Scheiße, was brauchen wir? Holz. Dann kannst du Holz hacken. Du kannst natürlich kein Holz hacken. Naja, egal. Egal, okay. Dann hier bauen wir auf jeden Fall viele Türme hin. Das ist mal klar. Sag, und irgendeiner kann hier noch heilen. Das ist sehr gut. Oder ist das nur dieses, was weiß ich, was die da machen? Komm wieder. Wo denn? Nirgendwo. Also irgendeiner kann hier heilen, ich weiß gerade nicht wer. Oder wir werden einfach so geheilt. Was ich auch ziemlich cool fände, aber egal. So. Du Holzhacken. Da ist noch ein Stadtzentrum. Ich denke mal, das dürfen wir aber nicht haben, oder? Ich geh mal hier hin mit irgendeiner Heldin. Der Amandra. Die kann 5 Meter weit springen, aber dann laufen tut sie so mega lahm. Ja toll, nee, das dürfen wir nicht haben. Das finde ich aber auch unfair hier. Okay, egal. Dann nehmen wir es halt nicht. Was soll's. Okay. Sag erstmal zweiter Turm hier hinbauen. Wobei, den können wir auch gleich hier hinbauen. Immer so schön ein bisschen weiter vortasten. Okay, du machst dir auch schön Holz. Dann machen wir noch ein paar Zwerge. So, sollte erstmal fürs Erste reichen. Okay, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wo müssen wir überhaupt hin? Da müssen wir hin. Zugang zur Unterwelt. Das ist doch gar nicht mehr so weit, oder? Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da schon noch ein bisschen was auf uns zukommt. Sonst wäre das ja irgendwie unnötig. Naja, werden wir sehen. Das Gold ist auch bald weg. Deswegen machen wir gleich einfach ein neues Ding. Dadim, man muss es ja auch benutzen können. So. Jetzt klingelt schon wieder. Mein Gott, okay. Du könntest jetzt, wenn du das Ding hier fertig hast, auch gleich mal ein paar Häuser bauen noch. Das tragen wir ihm noch auf. Ach, ich kann keine Häuser bauen. Das ist natürlich auch geil. Egal, dann baust du da noch einen Turm. So, okay. Hier, ja, erstmal noch ein bisschen wirtschaftlich machen und dann greifen wir aber irgendwann auch da hinten an. Denk mal, ja, weiß nicht, ob das schwer wird. Kann es mir fast nicht vorstellen, aber wir werden es sehen. Also, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao!